Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails in the Sky the Third. Wir befinden uns immer noch in Phantasmagoria und werden jetzt wahrscheinlich dem ersten Boss in diesem Gebiet über den Weg laufen. Jawohl, das Orgelspiel ertönt. Das sieht so gar nicht nach Kampfarena aus. Nein, überhaupt nicht. Ist das bitte ein episches Szenario oder was? Einfach nur unfassbar schön. I guess this has gotta be the end of this wing. It looks that way at least. Hmm. This sound feels kind of familiar. Wow, du siehst aus wie der goldene Bruder von Peter Mater, so ein bisschen. Alter, hat der imposante Schultern. Aha, seine Schultern sind zusammen größer als der Rest seines Körpers. Golden Peter Mater. Ah, guck mal, da lag ich mit meiner Vermutung gar nicht so falsch. Gibt's in den anderen Wings auch Peter Mater? Ah, wir bekämpfen den jetzt noch gar nicht. Okay. So viel zum Thema andere Wings. Jetzt wird's richtig, richtig spannend. Jetzt darf ich euch nämlich die nächste Truppe präsentieren. Left Gate. Ich war gerade voll in Boss-Stimmung. Aber ich habe auch Bock, mich jetzt auf diese Truppe hier einzulassen. Guck mal, da seht ihr das, was ich in der letzten Folge nämlich angesprochen habe. Richard ist nämlich nicht voll mit seinen CP. Oh Gott, jetzt muss ich mich perspektivisch erstmal darauf einstellen, dass ich euch hier ein bisschen zu abholen muss. Hoffentlich kriege ich das alles noch zusammen. Also, ich glaube, er hat ebenfalls eine neue Waffe bekommen. Ich glaube nicht nur, er hatte vorhin dieses Mumai Jitetsu. Und hat auch ein bisschen was an Verstärkung bekommen. Am Ende hat mir das Geld gefehlt, um mir auch für ihn die besten Schuhe zu kaufen. Aber die Gaia Greaves sind vor allen Dingen wegen dem Agilitätsboost auch okay. Auch er hat, ähnlich wie Agate, Tigerheart mit drin und hat als Ausgleich für den Arzt Defense Malus das Ding hier noch mit gesponsert bekommen. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich das so gemacht habe. Weil hier hat er minus 5 auf Agilität, deswegen hat er über die Gaia Greaves das quasi wieder ausgeglichen und so konnte ich dann ruhig damit schlafen. So, und hier, sie hat auch eine neue Waffe bekommen, trägt jetzt genau die gleiche wie Chloe. Weil für Chloe haben wir in der letzten Folge, glaube ich, auch eine neue gefunden. Sie hat die Gargan Armor angelegt. Schuhe selbsterklärend. Shine Sphere hat sie bekommen und Blade Lords Emblem. Jawohl, weil sie hatte, als ich so ein bisschen verglichen habe, die Stats meiner ganzen Leute, hatte ich bei ihr irgendwie das Gefühl, dass sie mit einigen Statuswerten noch so ein bisschen hinterherhinkt. Deswegen hat sie das spontan jetzt einfach gesponsert bekommen. Für ihn habe ich auch eine neue Waffe gekauft. Er hatte vorher dieses Apeiron oder wie es heißt. Hat jetzt hier Black Bangle. Das ist das, was ich auch beim letzten Mal erwähnt hatte, ne? Mit diesem fetten Dexterity Boost von plus 100. Und hat hier auch nochmal obendrauf ein bisschen was drauf bekommen. Überlebensborn plus. Ich habe auch immer darauf geachtet, dass das, was hier prevented wird an Zustandsveränderungen, dass sich das nicht überschneidet. Habe ich in der Vergangenheit nicht immer gemacht. Jetzt hier bei dieser Zusammenstellung, wo ich eh schon meinen ganzen Feierabend gestern Abend dem Thema geopfert habe, da habe ich da auch nochmal drüber geschaut. Denn wenn, dann soll das am Ende auch richtig laufen. So, Nemesis Ripper, sie war eine der wenigen, die keine neue Waffe bekommen hat. Also das hatte ich damals bei ihr schon direkt eingekauft. Bei ihr gab es, glaube ich, generell nicht viel Veränderung. Eigentlich gar keine. Ich glaube, sie hat genau das gleiche Rüstungsset wie vorher auch. Übrigens genau das gleiche auch bei Olivier und bei Kevin und bei Reese. Also alle Leute, mit denen ich vorher immer schon gespielt habe, die waren... da habe ich nichts verändert. Außer bei der Ausrüstung, da habe ich ein bisschen was hin und her geschoben, aber nicht bei den Accessoires. So, hier wird es jetzt interessant, nicht bei Ren, denn auch bei Ren habe ich erstmal nichts geändert, aber wir gucken uns jetzt die anderen mal an. Da muss ich jetzt mal mit euch so ein bisschen drüber schauen. Ich hatte ja zuletzt auch gesagt, dass die Anführer, in Anführungsstrichen, der jeweiligen Gruppen immer möglichst mit den besten Gems auch versehen werden. Das heißt, auch bei Richard habe ich keine Abstriche gemacht. Bei Julia sehen wir hier, sie hat hier noch nur Hit 4. Falls ihr euch fragt, was Cast bei ihr sucht, Julia ist diejenige, die... Warte mal, was habe ich mir denn bei ihr nochmal gedacht?
Weil wir haben ja bei Ren haben wir als Heilerin etabliert. Ach so, ja, Julia sollte, glaube ich, meine Earthwall-Maus werden. Habe ich ja auch beim letzten Mal erwähnt, ne? Jeder soll imstande sein, also jedes Team irgendwie Earthwall zu casten. Und das wollte ich bei ihr auch haben und mich da nicht alleinig auf Ren verlassen. Denn Ren werden wir primär fürs Heilen benötigen. Wenn Julia das auch kann, dann ist mir diese doppelte Absicherung ganz lieb. Deswegen hat sie Cast 2 mit drin. Und ansonsten, ach guck mal, hier kann ich die erste Änderung jetzt vornehmen. Denn diese Onyx-Gems, die habe ich ja beim letzten Mal eingekauft. Das ist schon mal gut. Dann wird es auch noch ein bisschen flotter. Und für Evade, ja, das ist dann das Dilemma, wovon viele Charaktere betroffen sind. Da haben mir die grünen Seppits am Ende gefehlt. Das werden wir aber vielleicht im Laufe dieses Dungeons hier noch weiter aufgestuft bekommen. So, und bei Müller, da ist das auch ein bisschen spannend. Warte mal, dann kann er ja auch gleich den Onyx-Gem jetzt bekommen. Er hat nämlich Swiftness mit drin. Dieses ganze Team hat nämlich ansonsten kein Haste oder sowas. Das heißt, egal mit wem ich jetzt auf den Gegner zurenne, es wird immer ein Preemptive werden. Das hat mir auch den Rücken freigehalten für einige andere Teammitglieder. Das war so der Grundgedanke und ich denke, das wird auf jeden Fall nicht schaden. Und ja, ansonsten denke ich mal, alles soweit selbsterklärend. Also das hier hatte keine strategische Komponente. Ich hatte einfach nur einen Slot frei und dachte mir, gut, bei den Nahkämpfern möchte ich gerne mindestens einen Effekt immer mit drin haben, damit sie dem Gegner auch was Schönes mitgeben an Präsent. Und das ist das Ergebnis daraus. So, und dann können wir hier nochmal gucken bzw. anpassen. Wir haben ja hier eigentlich fast eine reine Kloppi-Truppe. Ich stelle die mal so auf. Ren darf noch ein bisschen weiter nach vorne rücken. So, ich denke mal, so passt das, oder? Wobei für Earthwall wäre es vielleicht auch sinnvoller, die so ein bisschen enger beieinander zu platzieren. Ich weiß es nicht. Ich lasse das mal erstmal so, auch wenn es irgendwie komisch aussieht. So, hier müssen wir mal schauen. Ich glaube, das hier hatte er vorher auch. Oh Gott, das muss ich mir irgendwie merken, dass er nur eine Single Attack hat. Das hier hat im Laufe meiner jüngsten Offscreen-Session, sage ich mal, eine Verstärkung erfahren. Draws a pentagram with her sword, then summons a light pillar. Ich weiß nicht mehr, wie der Text vorher lautete, aber das wurde jetzt irgendwie stärker. So, hier ist, glaube ich, boah, ich weiß nicht, ob das jetzt auch stärker geworden ist, aber das hatte er vorher in vielleicht abgewandelter Form auch schon. Und beim Peter Mate hat sich nichts weiter geändert, aber mit Ren habe ich offscreen ja auch nicht viel gemacht, denn die ist schon super stark. So, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, wir können uns jetzt mal ins nächste Abenteuer stürzen und mal gucken, wie das mit dieser Gruppe hier funktioniert. Die ist, guck mal. Das wäre eigentlich ein Surprise-Angriff gewesen, ne? Ja, Swiftness ist echt cool. Das wäre eine riesige Verschwendung gewesen, wenn ich das nicht irgendwie ins Set hier verbaut hätte. Das ist aber auch die Gruppe, die am nahkampflastigsten ist, beziehungsweise am meisten an physischem Damage orientiert, sage ich mal. Das heißt, Ren wird jetzt hier an der einen oder anderen Stelle unterstützt durch Julia den Zauberaspekt übernehmen. Wobei ich mit Julia eigentlich... Okay, wow, die Erfahrung. Alles klar, Mirageberg 2. So, so. Also bei den nächsten Bosskämpfen lohnt sich wahrscheinlich auch wieder ein etwas genauerer Blick in die Crafts. Denn da kam zuletzt eine Menge Neues mit dazu. So, was haben wir denn hier Schönes? Ancient Standards for Moving Like Septium Veins Flow. Ich glaube, das kann er dann auch direkt mal anziehen. Er hat ja sowieso eine etwas abgespeckte Version von Schuhen bekommen. Ja, das passt ganz gut. Squeak. Das squeakt uns einfach mal eine Kiste an. Wenn beim letzten Mal schon so viele liebreizende Kisten geplündert. Okay, Nachteil ist jetzt an dieser Gruppe, ich sehe die Gegner vorher nicht. Aber solange die mich nicht hinterrücks überfallen, soll mir das egal sein. Das war nämlich auch der Grundgedanke. Ich hoffe, ihr erkennt, dass ich da wirklich, wirklich mir Gedanken gemacht habe. Also das war nicht mal eben nur schnell irgendwelche
Quarze reinballern. Hab mir wirklich aufgeschrieben, erstmal nochmal in die Rohaufnahme geguckt aus. Okay. Warte mal, eigentlich wollte ich ja alle erwischen. Ernsthaft? Das geht jetzt nicht? Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Warte mal. Habe ich gar keinen Zauber, der jetzt alle mit abbildet? Das könnt ihr mir nicht erzählen. Doch, das hier. Probieren wir das mal. Wenn das jetzt wahrscheinlich nicht den Mega-Damage austeilt, aber es reicht für unsere Zwecke. Nee, und dann habe ich mir angeguckt, okay, wen wollte ich jetzt eigentlich ins Team packen? Was ist mir für jedes Team wichtig? Was muss jeder Charakter unbedingt haben? Was ist verhandelbar? Wo muss ich aufpassen, dass bestimmte Effekte auch in jedem Team verankert sind? Ne? So Sachen wie, dass jedes Team irgendwie einen Heiler hat, dass Earthwall mit drin ist und so. Das war schon ganz interessant. Mystical Armor from the Testaments offers protection in combat. Ich gebe das alles ihm. Also im Zweifelsfall, das ist das, was ich angestrebt habe. Und was ich jetzt auch durchziehen werde. Im Zweifelsfall immer für den Anführer. Eventuell auch für den Heiler, wenn der Anführer schon ganz gute Stats hat in dem Bereich. I see you found the key to my heart, Kiss. Oh. Nur liebevolle Kisten hier. Was ist denn hier los gerade? Die uns alle irgendwie voll niedlich anschmachten. Ich nerv das trotzdem ein bisschen. Kann ich nicht kleinreden, dass die Gegner so transparent irgendwie nur sind. Ich hoffe, dass ich am Ende niemanden auslasse, aber wird schon schief gehen. Krass auf jeden Fall, was wir hier an Zeug in den Kisten finden und krass auch, was die hier an Erfahrung da lassen, die Gegner. Motiviert auf jeden Fall, möglichst viele davon mitzunehmen. So. Ich weiß ja jetzt, dass wir am Ende, also bevor wir diesen Teilbereich hier abgewickelt haben, scheinbar wieder so einen Resting-Spot finden. Das heißt, eigentlich ist es völlig egal, in welche Richtung ich zuerst laufe, denn daran kann ich mich orientieren. Ja. Gegner sind hier die gleichen, Weltendesign ist auch gleich. Ich kann mir vorstellen, wenn wir mit der Kevin Reese-Truppe unterwegs sind, die ja auch einen anderen Gang, also den Hauptgang quasi lang gelaufen sind, dass es da ein bisschen anders aussieht. Das werden jetzt nicht alles drei Sackgassen sein, oder? Oder eventuell doch? Artemis Heals, die kennen wir noch aus der letzten Folge, die waren nur für die Mädels. Die wird jetzt Julia bekommen. Jawohl. So, sie hier hat nämlich die Dragon Boots. Und ja, wer weiß, vielleicht finden wir noch ein weiteres Paar. Mal gucken. Bye bye, I miss you. Ihr seid ja auf jeden Fall meine absoluten Lieblingskisten, wenn ihr so weitermacht. Wird hier wahrscheinlich nicht jucken, aber ich wollte es mal gesagt haben. Eigentlich wollte ich den anderen Gegner gerade angreifen. Gerade voll verscrollt, wenn man so will. Voll verwählt. Voll die falsche Nummer angewählt. So, aber es lohnt sich. Die Seppet sprudeln. Bitte seine Sackgasse. Nee, das hier wird der richtige Weg sein. So, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, denn wir hatten auch hier oben noch einen anderen Weg. Ich glaube, den gucke ich mir jetzt mal eben zuerst an. Den. Ah, oh, ja, okay, dass sie mir folgen, das nervt mich jetzt auch ein bisschen. Ich weiß nicht mehr, war das dieser Haze-Effekt, der dazu führt, dass die mich quasi gar nicht registrieren? Dass ich die nicht sehe, ist nämlich das eine Thema, aber das, dass die auch so, als hätte ich Sand angelegt, ne? Mir dann auch so folgen. Das ist gerade mega ungewohnt. Aber okay, ich habe jetzt keine Lust dafür, mein Quartz-Set nochmal umzustellen. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich an denen vorbeikomme, wenn mir das überhaupt irgendwie gelingt. Die sind aber eigentlich auch nicht schneller als ich, deswegen. Ja, guck mal, es war gut, dass ich nochmal hier hingegangen bin. So, dich kennen wir auch noch aus der letzten Folge. Warte mal, gegen was war der empfindlich? Das war auch so ein... Nee, bei wem bin ich gerade? Bei Müller. Was will ich denn bei Müller in den Zaubern? So, hier können wir jetzt so richtig auf die Kacke hauen. Gerne auch mit diesem Zauber hier und alle anderen können gerne auf den einkloppen. Ja, hier sind Magier natürlich ein bisschen besser, ne? Ich hätte mit den physischen Angreifern jetzt auch auf das ganze Kleinvieh gehen können. Aber wir werden das auch so hinbekommen. So, sie kann es jetzt nämlich mal mit Soulblur versuchen und Richard
Ja, der wird jetzt genau wie Müller die erstmal aus dem Weg räumen. Dann hätte ich auch gar nicht Abyssfall einsetzen müssen, aber egal. Egal. Wir werden hier schon nicht daran scheitern, dass wir keine MP haben. Zumindest nicht, solange wir so regelmäßig Level-Ups bekommen. So, ist hier noch einer? Nö. Das heißt, wir können fröhlich plündern. Thank you for your patronage. Please come again. Gibt's ja auch unfreundliche Kisten? Also nicht, dass ich die vermissen würde oder so. You'll always be my hero, you know. Mein Herz schmilzt. Hakuryu. Aha, you're near the end. I'm sure you're strong enough to overcome. Danke. Diese Zuversicht nehme ich gerne mit. Das ist dann wohl eine Waffe für... Hä? Hä? Moment. Ah, das ist für ihn. Said to be an avatar of an ancient holy beast. Nochmal 100 Stärke obendrauf. Gott sei Dank ohne Genauigkeitseinbußen. Das begrüße ich sehr. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder an diesem Gegner vorbeimogeln. Was mir natürlich nicht gelingt. Wie hätte es auch anders sein sollen. Aber egal, das war nur einer. So, nächste Herausforderung. Jawohl, der war ein bisschen verpeilt. So, wo will ich jetzt hin? Hier war eine Sackgasse gewesen, ne? Fangen wir doch einfach mal hier an. Auch diese Gegner... Ah, guck mal, der dreht sich auch in meine Richtung. Aber ach so, das sind gleich vier. Okay, weißt du was? Dann gucken wir uns jetzt das hier mal eben zusammen an. Und die restlichen räume ich dann gleich ohne euch aus dem Weg. Haben wir beim letzten Mal schon zu Genüge gesehen. Also wer unbedingt mehr von diesem Gegner haben will, der wird sehr, sehr glücklich mit der letzten Folge. Da habe ich nämlich viele von den Kämpfen drin gelassen. Jetzt aber nicht. Jetzt wird nämlich erstmal offscreen aufgeräumt. Beziehungsweise ist das gerade passiert. Apokrypha. Ich als Entwickler ja so gar keinen Bock hätte, mir irgendwelche Waffennamen zu überlegen. Oder Gegnernamen. Wobei bei Gegnernamen stelle ich mir das fast noch ein bisschen einfacher vor. A monstrous red two-handed sword with a dragon emblem on it. Das ist doch das, was wir auch in der letzten Folge schon gefunden haben, ne? Wo ich bei Agate so gehadert habe. Aber bei ihm ist das nicht so schlimm. Wow, sein Dragonsbane hat aber echt wenig Schaden, nur so insgesamt, ne? Das ist das, was Agate vorher getragen hat. Aber ich glaube, diese Waffe hier konnte ich gar nicht kaufen. Na egal, das kann er bekommen. Hat immer noch einen wahnsinnig hohen Dexterity-Wert. Durch das Accessoire, was er halt angelegt hat. Alles gut. Nice to meet you, let's be friends. Das ist die Stage der freundlichen, liebenswürdigen Kisten. Ich sag's euch. Das waren ganze vier von den Engeln. Gut für die Erfahrung, schlecht für die Zeit. Aber hier habe ich vorhin kehrt gemacht. Und hier werden wir uns jetzt genauer umschauen. Ich umgehe jetzt mal diesen Gegner. Weil wir eh gleich nochmal an dem vorbei müssen. Ist es vielleicht sogar besser, wenn ich nicht renne? Wo zur Hölle bin ich? Bist du der richtige Weg? Nee, hier ist eine Sackgasse. Alles richtig gemacht. Dann werde ich jetzt auf dem Rückweg die ganzen Gegner mitnehmen. Greylocket haben wir beim letzten Mal auch schon gefunden. Ich gucke jetzt mal der Vollständigkeit halber trotzdem nochmal. Ich weiß nicht mehr, was die Effekte waren. Dreimal habe ich das Ding jetzt. Das wird wahrscheinlich einen guten Grund haben, dass man das hier so oft findet, ne? Ich sag euch, die Bosse. Die Bosse werden richtig hart eskalieren mit Zustandsveränderungen. Darauf deutet das gerade so ein bisschen hin, finde ich. There's a certain air of royalty about this chest. Maybe this is the Chest King. Vielleicht. Aber vom Chest King hätte ich mir entweder ein besseres Item erhofft oder einen fetten Monsterkampf, der daraus entspringt. Haben wir beides nicht bekommen. Dafür hier einen einzelnen Engel, den ich bestimmt vergesse rauszuschneiden, weil der Kampf so kurz ging. So, den nehme ich jetzt auf jeden Fall auch mit. Boah, wenn sie einen Crit hat, dann werde ich mal den hier machen. Ne, warte mal, hier greifen wir natürlich auch an. Wobei ich hatte doch beim letzten Mal schon festgestellt, dass das bei den Kleinen ein bisschen mehr Sinn macht. Toben wir uns mal an den aus und sie kann mit Abyssfall den Sack hier hoffentlich gleich zumachen. Oder Richard, was sagen Sie dazu? Als frisch gebackener Anführer dieses Teams. Ich freue mich, dass ich Richard jetzt hier mal wieder so ein bisschen in den Fokus rücken kann, weil ich finde, der ist irgendwie ein ziemlich cooler Charakter, vor allen Dingen im Kampfumfeld, und mit seinen Lines macht es auch Spaß, um zu experimentieren.
Jawohl. Den Angriff mussten wir uns jetzt nicht unbedingt anschauen. Der hätte bestimmt böse Aua gemacht. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, boah, dieser Ort, ne? Okay, wie war das beim letzten Mal? Halbzeit? So, aber es kommt auf jeden Fall gelegen. Zwar brauche ich gar nicht so viel zu restoren, aber... Haben oder nicht haben? So, und dann... Dann kommt jetzt der Teil, der für mich mit am spannendsten ist. Für euch vielleicht nicht so sehr. Aber ich kann dann endlich dieses Kapitel hier abschließen und das auf meiner Liste komplett durchstreichen. Denn eigentlich müsste ich jetzt für alle Charaktere einen Onyx-Gem haben. Und ja, ich habe nicht vergessen, dass wir da einen Malus auf Move haben. Das ist mir bekannt, aber trotzdem werde ich auf diesen Speedboost nicht verzichten. Hier im Team hat das jeder. Haben wir denn jetzt auch genügend Grüne? Ja. So, warte mal, ich brauche noch einen Impede. Allerdings brauche ich den nicht für dieses Team. Das heißt, ich werde jetzt hier einen Wind Gem einkaufen. Jawohl. Machen wir das so. Ich glaube, hier hatten wir nämlich den einen oder anderen, der da noch besser werden konnte. Evade haben wir hier und Evade haben wir hier nicht. Okay, dann fällt mir die Entscheidung nicht schwer. Dann wird sie das nämlich bekommen. Jawohl, da nochmal ein kleiner Boost obendrauf. Warte mal, ich muss das mal kurz hinterlegen. Mit minus 1 auf meinem schlauen Zettel. Das heißt, zwei Evades brauche ich noch. Zwei Evades und einen Impede. Und dann bin ich auch mit den Grünen durch. Und da müsste ich theoretisch noch die ganzen Hit-5-Dinger kaufen. Aber da bin ich mir aus den Gründen, die ich beim letzten Mal schon umrissen habe, noch unsicher, ob ich das überhaupt möchte. So. Kann ich ja ruhig auch mal wieder drin lassen. Bei vielen lohnt sich das wenigstens, auch zu kämpfen. Das ging gerade schneller als gedacht. Guck mal, diesmal kein Vorführeffekt. Bei Guard greife ich natürlich nicht an. Das ist mir dann ein bisschen zu blöde. Aber ich hätte schon gedacht, dass dieser letzte Dungeon, dass der hier ein bisschen schwieriger sein würde, was die Standardgegner angeht. Also klar, die werden wahrscheinlich alle mega austeilen. Ich stelle mir das aber auch aus Entwicklersicht schwer vor, das auszubalancieren, ne? Weil hätte ich mich nicht nochmal vorbereitet und wäre nochmal zurückgegangen und hätte nochmal bessere Waffen und alles eingekauft, dann wäre das hier wahrscheinlich auch ganz anders gelaufen. So, jetzt habe ich mich hier instinktiv für die richtige Route entschieden. Sind da schon wieder vier? Natürlich. So, dalala. Bei Richard fehlt auch nicht mehr viel, bis er die 200 CP erreicht hat. Celeste Blue. Celeste Blue. Das wird jetzt aber nicht wieder eine Waffe für ihn sein, oder? Kann man die eigentlich irgendwie unterscheiden? Ja, so ein bisschen. Weniger an der Klinge, aber eher am Griff, ne? Aber die Symbole sind schon sehr... sehr ähnlich. Es ist See-Through Blade that changes color based on the sky. Mit sehr nice Stats, die daran gekoppelt sind. Sehr schön. Also cooler Kram, den man hier findet. I hope we can meet again someday. Das hoffe ich doch. Da komme ich dich aber besuchen, ja? Bei dir ist schöner als bei mir zu Hause. So, war hier ein Gegner? Nee. Warte mal, von da unten kam ich, richtig? Nein, ich will ihn nicht bekämpfen. Ich glaube, das hier ist jetzt der einzige Weg, der noch offen ist. Da haben wir direkt schon die nächste Kiste. Serum Powder. Keep your chin up. The only thing standing in your way is you. So nett. Haben wir das denn verdient? Ja, in unserer Truppe sind nur tolle Leute. Wenn überhaupt jemand gehässig ist, dann wahrscheinlich Ren. Aber auch sie meint's nicht so. Beziehungsweise werde ich nie wieder ein schlechtes Wort über Ren verlieren, jetzt wo wir wissen, was das Mädel für eine Vergangenheit hinter sich hat. Thanks for giving me purpose in life. Best of luck. Dankeschön. Guck mal, alle lieb. Das kann kein Zufall sein. So, wo gehen wir zuerst hin? Nehmen wir mal den unteren Weg. Gute... Nein! Miniboss-Alarm, wie beim letzten Mal. Oh, das ist aber diesmal immerhin ein anderer. Den kennen wir noch nicht. Was bist du denn für ein lustiges Gebilde? Aha, soll das eine Sonne darstellen? Also so eine Horror-Todessonne? Also quasi wie die echte Sonne, ne? So, warte mal, vielleicht sollten wir uns den Namen angucken. Till Dawn. Interessant. So, warte mal. Wir gehen jetzt mit unseren Kloppies ganz in alter Manier einfach auf den los. Und sie?
diejenige sein, die... schon wieder nicht beide erwischt. Das ist ein bisschen blöd, aber wird uns nicht davon abhalten, hier ein bisschen Randale zu machen. Im letzten Kampf dieser Art, ja, haben wir ganz gut Schaden gefressen. Das ging aber eigentlich. Das ging eigentlich. Oh, guck mal. Jetzt hat er zwar meinen Zauber unterbrochen, dafür erwische ich sie jetzt alle. Ich finde, das ist ein fairer Deal, mit dem man durchaus leben kann. Blind ist natürlich blöd. Blind ist nichts gut, aber solange nur unsere Magierin blind ist, können wir damit, glaube ich, ganz gut leben. So, warte mal, ich werde jetzt erstmal die aus dem Weg räumen. Und unsere gute Ren kann den jetzt hier mal so ein bisschen aufspießen. Das macht sie ja auch ganz gerne. Das ist halt ihr ganz normaler Spielalltag hier auf dem Kampffeld. Es sei ihr gegönnt. So, hier ist also der richtige Weg. Botschaft ist angekommen. Komme ich jetzt an dem irgendwie wieder vorbei? Nein! Voll hängen geblieben in diesem wunderschönen Pixel hier. Menno. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, wie cool ich es finde, wenn Julia nach einem Kampf ihre Waffe sauber macht und mit diesem Tuch abdingst? Einfach nur total stylisch irgendwie. Müsst ihr mal drauf achten. Ihr wisst wahrscheinlich schon, was ich meine, aber ich lasse diesen Kampf jetzt drin, um euch genau das zu zeigen. Und genau jetzt kann sie nicht angreifen. Das ist natürlich wieder fantastisch hoch 10. Nee, nicht moven. Du darfst jetzt ja auch mal zuhauen. Komm, Julia, wir machen diese ganze Chose jetzt nur wegen dir. Oder macht sie das gar nicht immer? Ah, sie macht das gar nicht immer, wenn sie den letzten Schlag austeilt. Fail. Hätte ja klappen können, aber wir haben das in diesem Let's Play schon öfter gesehen. War das jetzt der einzige Gegner? Ja. So, was haben wir hier Schönes? This has been quite a journey for you, hasn't it? Kann man so sagen. Auf jeden Fall. You deserve a win. I'll be right here and cheering you on every step of the way. Du bist ein Goldstück. Du bist eine Oha-Goldstückkiste. Du bist vielleicht noch viel güldener. Eine neue Sense. Da leuchtet mein kleines dunkles Herz auch. Aber die ist gar nicht so geil. A sky with a crimson blade, its form can be changed. Ja, weil ich für Ren halt diese Superwaffe schon geschmiedet habe, ne? Da stinken alle anderen gegen an. Aber egal, ich freue mich trotzdem. The cute chest is empty, but still cute. Da sagst du was. Darf ich dir Augen aufmalen? Nein, du bist auch ohne Augen cute. Ich stimme dir einfach mal zu. Ich habe hier gerade irgendwie Angst vor Gegnern. Oh nee, jetzt kommt wieder der, oder? Lass mich doch wenigstens einmal vorbeirennen, danke. So habe ich mir das vorgestellt. Hier haben wir unsere Ruhe. Wie sieht's hier aus? Hier ist eher ein bisschen laut. Aber es war auch nur einer. Also alles gut. So, wo geht's jetzt hier weiter? Ey, dieser Ort ist so schön. So, so schön. Ich kann mich an dem gar nicht satt sehen. Warte mal. Der Raum, wo wir in der letzten Folge gewesen sind, der sah so ähnlich aus, ne? Kurz bevor wir, ja, das Ende erreicht haben. Der rote Teppich. Jawohl! Okay. Boah, dann wird das auch mit der Folgenlänge voll gut hinhauen, denke ich mal. Dass wir mit den einzelnen Gruppen immer jeweils ein Gebiet abfrühstücken. Wobei ich mir bei den letzten beiden Gruppen vorstellen könnte, dass da ein bisschen was anders wird. Also vor allen Dingen bei der letzten. Schon allein deshalb, weil die halt nicht von Anfang an anwählbar gewesen ist, ne? Aber mal gucken. So, drei Kisten. Das verspricht doch ein Fest der Freude und des Schatzgrabens. Warte. Habe ich mir jemals den Namen von dem hier? Ja, Heaven's Proclaimer haben wir beim letzten Mal schon gesehen. So, warte mal, ich war gerade etwas irritiert. Eigentlich brauche ich das bei den Gegnern gar nicht zu sein. Reicht ja auch ein Hellgate? Da rechts war auch noch einer, den ich jetzt, glaube ich, gar nicht erwischt habe, oder? Das kann ja dann Richard mal eben übernehmen. So, jetzt mal machen wir die Kleinen erstmal so weg. Ich wollte gerade irgendwas sagen und bin jetzt wieder völlig raus. Sorry. So, kriegen wir den jetzt down, ohne dass der uns einmal attackiert. Ich glaube, mit ihr zauber ich dann lieber nochmal. Aber alle anderen können volle Möhre. Ruf da. Guck mal, voll sexy in der Seitenansicht der Gegner.
Der sieht schon cool aus, was auch immer der darstellen soll. Ich musste, ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich auslachen, aber wisst ihr, an wen mich der Gegner auf den ersten Blick erinnert hat? An diesen, so an dieses Sonnenmonster in der Wüste von Ni No Kuni. Deswegen habe ich ihn auch gefragt, ob er eine Sonne darstellen möchte. Weil das halt meine erste Assoziation war. So, und ich habe jetzt mal alle Gegner aus dem Weg geräumt, um ein bisschen Zeit zu sparen. Until next time, see ya. Bye, Kumpel. Wir machen uns ja auf jeden Fall viele neue Kisten, Freunde, wie mir scheint. So, dieses Tornado-Ding habe ich irgendwem angelegt. Supercharged Fan that creates a protective barrier of air. Finde ich gar nicht so schlecht. Also vor allen Dingen für Nahkämpfer gar nicht so uninteressant. Aber das war niemand aus diesem Team, ne? Nee, das kommt dann noch. Also irgendwer hat das auf jeden Fall im Bestand. I love you! Oh mein Gott! Da denkst du, es kann nicht mehr gesteigert werden. Und dann kommt diese Kiste und lässt uns eine Liebeserklärung da. Ich bin entzückt. So. Und dann haben wir einmal diese Geschichte. Ach, das war nur so ein Mädelsding, ne? Gargan Armor versus Cosmic Gear. War Gargan jetzt besser? Warte mal, 1000 und 5 Agilität. Ja, kann man nicht so sagen, ne? Das ist so ein bisschen, aber hier haben wir keinen Malus, den wir hier hingegen haben werden, ne? Ich glaube, das wird jetzt einfach Ren bekommen. Einfach, weil ich hier mehr Grün sehe und aus Gründen. Einfach aus Gründen. No time like the present, right? Go get them. Alles klar. Dein Wort in Gottes Gehörgangkiste. War hier ein Gegner? Natürlich war hier ein Gegner. So, warte mal. Dann können wir jetzt mal gucken, wie unser liebster Todesengel seinen Pflichten nachkommt. Obwohl, nee, streng genommen ist sie ja nicht der Todesengel, sondern der Metzelengel, ne? Der Angel of Slaughter. Ich finde, Slaughter ist irgendwie nochmal viel brutaler, so in der Definition und im Bild, was sich daraus ergibt, als wenn man sie jetzt den Angel of Death genannt hätte oder so. Aber egal, Ren hat diesen Titel verdient. So oder so. Ich glaube, das werden ihre Gegner auch dementsprechend bestätigen. So, wir sind jetzt aber eigentlich ganz gut in der Zeit. Ich würde mal sagen, wir können noch mal kurz weitergehen und den Switch zur nächsten Gruppe noch vollziehen, beziehungsweise gucken, wer jetzt hier landet. Ich gehe mal davon aus, dass wir den Kampf jetzt nicht bestreiten müssen. Wenn doch, dann war das gerade keine gute Entscheidung. This appears to be the end of this wing. Strange, I can't sense anything here at all. Oh oh. What was that? Rebooting systems. Reboot process complete. Location confirmed. Currently situated in the left wing of Phantasmagoria, confirming the presence of intruders. Commencing materialization process. Kommt jetzt schon wieder ein Peter Meter 3.0. Muss ich jetzt doch kämpfen? Der sieht ja mal geil aus. Ne, vorher hatte mir besser gefallen mit dem Blau. Jetzt siehst du einfach nur aus wie eine etwas stärkere Standardmaschine. Oh my! Switching to Genocide Mode. Reverie MK2 Gespenst. Was? Commencing Elimination of Intruders. Können wir bitte zur nächsten Gruppe? Bitte. Aha. Aha. Mal gucken. Ich bin ja gespannt. Wird man dann irgendwie alle Bosse nacheinander wegkloppen müssen oder was? Das verspricht eine spannende Folge zu werden. Wobei ich mir vorstellen kann, dass sich das dann auf mehrere verteilt. So Leute, wisst ihr was? Ich habe gerade voll die gute Idee. Ich werde euch jetzt nur das Team präsentieren, mit dem wir beim nächsten Mal weiterspielen. Wen das nicht interessiert, der kann gerne auf den nächsten Part warten. Dann kann ich nämlich diese ganze Erklärungsphase auch einfach skippen. Und dann stürzen wir uns gleich ins Getümmel. Aber hier will ich euch erstmal zeigen, was hier so abgeht. Beim Sinn, der hat auch eine neue Waffe gesponsert bekommen. Das war die beste, die ich seinerzeit kaufen konnte. Das hier hatte er vorher angelegt. Ist natürlich eine deutliche Verbesserung, was er
jetzt hat. Ja, okay, wobei so groß ist der Unterschied nicht, aber egal. So, Cosmic Gear hat er, Dragon Boots hat er, Phantom Thief's Cape hat er angelegt bekommen. Ihr seht anhand der Werte, warum ich das Item ganz gut fand. Da ging es mir auch weniger um die Drop Rate, aber der Agilitätswert, den fand ich ganz charmant. Zumal er auch nicht so viel Agilität hat, wie man auch sehen kann an seinen Stats. Und hier hat er das noch bekommen, einfach weil Stärke und so. Und weil, also ich hätte ihm auch noch Tiger Heart geben können, habe ich auch überlegt. Habe es aber nicht gemacht, weil ich kein Ausgleichsaccessoire mehr hatte, um die Magieverteidigung wieder ein Stück weit aufzufangen. Deswegen ist das bei ihm verhältnismäßig unspektakulär. So, sie hat auch eine neue Waffe bekommen. Sie hat hier zwar eine, die ein bisschen mehr Damage austeilt, aber ich fand hier diese Zusatzboni noch ganz nice. Obwohl, vielleicht ist die auch gar nicht neu. Vielleicht habe ich bei ihr auch nichts Neues gekauft. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich bei dieser hier geblieben. Force Gators hat sie. Dann haben wir... Warte mal. Hier könnte ich eventuell... Ach, guck mal. Die sind besser. Moment. Wollen wir ihr nicht... Stattdessen... Ich bin gerade am... Gucken Sie mal hier. Wo kommen denn die Kitty Slippers auf einmal her? Ich glaube, die bekommt sie jetzt einfach mal. So, hier hat sie Arts, Arts Defense, Prevents, bla blub. Ihr seht es ja selber. Und Crimson Eye. Natürlich, sie ist nämlich die Heilzauberin hier in dieser Mannschaft. Bei Olivier habe ich alles so gelassen. Wir erinnern uns zurück. Olivier war damals schon eher so der offensive Angriffsmagier. Der soll er auch hier bleiben. So, für ihn habe ich auf jeden Fall diese Waffe neu gekauft, das weiß ich noch, weil ich erschrocken war, mit was für einer schwachen Waffe er im Vergleich vorher noch unterwegs war. Also gut, als Joshua im Team war, war die Waffe wahrscheinlich gar nicht schwach, aber ihr wisst, was ich meine. So, hier hat er ein bisschen was an Stat-Ups hier ganz genauso. Ach, guck mal, er ist derjenige, der Tornado-Fan Plus ist. Oder den Tornado-Fan Plus angelegt hat, wie auch immer. Und hier... Habe ich echt lange überlegt, ne? Der hat eine... weiß ich nicht. Ich habe das, glaube ich, auch so ein Stück weit aus Geldmangel gemacht. Der bekommt jetzt hier Cosmic Gear. Ja, aber ich hatte dann keine 16.000 mehr über. Und ja, gut, dass ich das noch gesehen habe. Hier hat sich ansonsten nichts weiter verändert. Wobei, neue Waffe habe ich für ihn auch nicht gekauft, weil wir die ja damals auch bei Celeste... als Superwaffe geschmiedet haben, ne? So, bei Olivier alles beim Alten. Divine Eye ist hier wahrscheinlich das spektakulärste. Dann gucken wir mal bei ihm. Und da seht ihr auch schon direkt zu Beginn, dass er Soul mit drin hat. Ich habe lange überlegt, wem ich diesen Soul Quartz geben soll. Und ich weiß gar nicht mehr, warum ich auf ihn gekommen bin, ehrlich gesagt. Das hat, nachdem ich da so ein bisschen hin und her geschoben habe, einfach irgendwie am besten hier reingepasst. Da belasse ich es jetzt einfach mal bei. So, dann haben wir hier bei Estelle viel magisches Heilungsgedöns. Sie ist der Charakter, den ich in der vorletzten Folge, war das glaube ich, angedeutet hatte, dass, nee, in der letzten war das, dass ich bei... Oh, wer war denn das? Bei einem anderen Charakter bin ich auf die starke Heilungsmagie gegangen und bei ihr auf die starke Wiederbelebungsmagie, weil die Lines nicht ausgereicht haben, um jeweils beides abzubilden. Deswegen, ja, sie ist halt die Profi-Wiederbeleberin, wenn man so will. Und hier kann ich jetzt direkt Impede auch verbessern. Das haben wir ja zuletzt gekauft. Und ja, ansonsten denke ich mal keine großartigen Überraschungen mit bei. Und bei ihm, da fehlt mir noch ein Evade-Upgrade. Und er ist derjenige, der Yin-Yang mit drin hat, damit wir den Haze-Effekt auch mit drin haben. Ne? Hatte ich ja auch gesagt, soll in jeder Gruppe vertreten sein. Und bei ihr war mir auch wichtig, dass sie Earthwall hat. Ne? Also das ist hier vertreten. Er hat Earthguard, aber das soll primär, also er ist ja fürs Angreifen da. Estelle soll diejenige sein, die Earthwall konstant nach oben halten soll. Und sie ist auch die Einzige, die das casten kann. Von daher versteht sich das, denke ich mal, von selbst. So, und dann können wir hier die Position noch ein bisschen anpassen. Warte mal, ich glaube, ich mache das hier so. Ja, ich glaube, so kann ich ganz gut damit leben. Wir können die eigentlich auch als volles Knäuel zusammenpacken. Das sieht zwar auch irgendwie... Nee, komm, er sieht voll hässlich aus.
Das sah in der anderen Gruppe auch schon hässlich aus, aber irgendwann muss man auch eine Hässlichkeitsgrenze ziehen, ne? So, und hier, ich glaube, Sinn hat nichts Neues gelernt. Ich glaube, daran hätte ich mich erinnert, bei Estelle auch nicht. Also wenn, dann gab es hier vielleicht ein Upgrade mal, aber nichts, was wie bei She-Ra zum Beispiel neu freigeschaltet wurde. Und mit Olivier habe ich zuletzt sowieso nicht gespielt, von daher, ja, bleibt das dann erstmal so. Alles klar, dann kennt ihr dieses Team jetzt auch. Das heißt, wir können uns beim nächsten Mal ins Getümmel stürzen und gucken mal, was uns hier erwartet. Und dann werden wir auch bald schon in den letzten Abschnitt vordringen können. Und da wird dann wahrscheinlich der ein oder andere Bosskampf auf uns warten. Aber wir lassen uns mal überraschen. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!